Moin Moin Leute und herzlich willkommen zum Livestream, spontanen Livestream von King of Retails, der Einzelhandelssimulator. Ja, das wird in zwei Teilen aufkommen, jetzt den ersten Teil und heute Abend sieht ihr den zweiten Teil. So, wollen wir mal loslegen. Erstmal mit der Ladengröße, also den ersten Part habe ich schon erledigt. Mich stört die Linie da und mich stört die Sonne. Alles stört mich. Besser. Genau. Den ersten Part habe ich schon erledigt, den man unbedingt braucht, um also erstmal Geld generiert. Wenn ihr das ausheben wollt, schreibt es in die Kommentare, aber machen wir vielleicht immer mal später. Und die ersten Aufgaben erledigt, mache ich so eine Checkliste und die muss man erledigen. Die habe ich auch schon erledigt. Und genau, dann bauen wir jetzt einmal unseren Laden komplett aus. Also komplett einmal voll hier, weil wenn wir alles benutzen, also alle Waren, die es gibt, nehmen, dann brauchen wir wirklich den Platz. Sonst wird es ziemlich voll. Und das können wir auch beschleunigen, dass man einfach so runterstehen kann. Das kann man leider nicht. Muss man jedes Feld hier einsetzen. Sehr mühsam. Aber gut. Mach ich die ja sonst immer auf, ne? Dem. Noch ein Punkt. Und noch ein Punkt. Und da noch einer. Und da noch einer. Im Video würde ich jetzt einfach vorspulen. Im Livestream geht das aber nicht. Und das hätte ich auch vorbereiten können. Schreiben bestimmt einige jetzt. Ja, ja. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Vorbereiten. Wir wollten das ja gemeinsam machen. Ich wollte das mit euch machen. Vor allem, wie wir das innen drin gestalten, das wollen wir mit euch gemeinsam machen. Man kann das immer so schön in Videos machen. Kann man. Nur mit euch einbauen ist natürlich auch ganz nett, ne? Dann müsst ihr das nicht ausprobieren. Dann probieren wir es zusammen aus. Ob es so geht. Wir können auch, ihr könnt ja mal überlegen und dann reinschreiben, wie wir das Lager gestalten sollen. Gibt es ja mehrere Varianten, wo wir das Lager hinsetzen oder ob man es in die Mitte setzt, dass man dann so ein Viereck in der Mitte hat und da ist das Lager drin und dann mit mehreren Eingängen, dass die Leute immer gut rauskommen. In der Realität wird es wahrscheinlich Sinn machen, hier ist das egal. Es macht schon Sinn, ja. Aber endgültig ist es auch wieder Jack die Hose. Würde man sagen. Die haben wir es auch gleich geschafft. Können wir es nochmal drehen hier, das ist angenehmer. Rums. Zack. Ich hoffe, euch ist die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen zu Hause. Ich weiß ja nicht, wer arbeiten muss, wer nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer im Moment eine wichtige Arbeit leistet, unbedingt arbeiten muss oder wer die ganze Zeit zu Hause jetzt sitzt und sich denkt, wann geht's endlich wieder los? Wann kommen wir endlich wieder normal raus? So, jetzt kommt das mit dem Lager. Ich habe gedacht, wir machen in der Mitte im Feld. Können wir mal an. Also erstmal im Pausenfeld. Können wir nochmal grün machen. Also ein Pausenfeld hinzumachen. Könnte man entweder außen, also für die Mitarbeiter, ne? Einmal im Büroraum für die Marketingabteilung. Dann gibt es da zwei Leute, die dafür zuständig sind. Ich weiß nicht, ob da ein Raum reichen würde. Im Grunde. Ob da sowas reicht. Wahrscheinlich. Wenn hier außen einfach so ein Marketinger ist. Würde wahrscheinlich reichen. Vermutlich. Aber man kann das ja gleich mit dem Pausenraum verbinden, was man sagt. Hier ist der Pausenraum. Genau. Und das Lager will ich ganz gerne in die Mitte machen. Das will ich mal ausprobieren. Dann können wir hier so einen kleinen Durchgang machen. Dass die Leute. Das ist jetzt ganz fantasievoll. Gibt's. Es gibt's also zum Beispiel IKEA.
Also hier in Hamburg, also nicht hier, sondern in Hamburg-Altona gibt es ja einen CD-Ikea und der ist in der Mitte. Ja, der ist so aufgebaut, dass oben das Lager ist und unten Ausstellungsraum. Das heißt, das wird mit Fahrstühlen gearbeitet. Auch ganz spannend. Ja. Findet ihr bestimmt alle ganz spannend. So, jetzt haben wir es auch gleich. Genau. Dann haben wir nämlich Platz für drei Kassen. Die müssten hier hinpassen. Und dann ist hier die Obstabteilung. Und weiter könnt ihr. Gucken wir dann mal. Das wäre auf jeden Fall möglich. Das ist das Lager. Dann brauchen wir noch Türen natürlich. Ohne Türen geht ja gar nichts. Müssen wir einmal drehen. Dann nicht genommen. Mach da eine Tür rein. Danke. Dann machen wir hier eine Tür rein. Ja, manchmal nimmt er die, manchmal nicht, ne? Das entscheidet das Spiel selber. Wo er eine Tür hin haben möchte und wo nicht. Die. Da will er auch keine Tür hin machen. Da will ich aber eine Tür hin haben. Ah, danke. Dann machen wir hier hinten noch eine Tür hin. Da haben wir drei Ausgänge. Ja, speichern wir das mal. Jetzt hat die Tür wieder gelöscht. Oh. Machen wir das so. Jetzt mal speichern für eine Tür. Dann machen wir dann auch die Tür hin. Er möchte es mal wieder nicht. Er möchte es mal wieder nicht. Setz mir da erstmal die Tür hin. Danke. Ich möchte jetzt eine Tür hin haben. Spiel. Spiel sagt nein. Tür? Nee. Extra Wünsche. Eine Tür. Geh mal eben weg. Kann sein, dass es einfach ein Bug ist. Eine Tür setzt er nicht ein. Möchte er nicht. Tür gibt's heute nicht. Ah, jetzt. Geschafft! Tür ist eingesetzt. Applaus. So, dann haben wir schon mal den Ladenabteil. Da haben wir einmal Lager, Personal und Laden. Personal stellen wir erst nachher ein. Wir schließen erstmal den Laden. Bleibt morgen geschlossen. Jo. Hängt die Maus schon wieder rum, wo sie nicht hin soll. So. Und dann gehen wir mal in den Laden, gucken wir uns den mal an. Wir müssen ja auch noch gestalten. So. Wir haben unseren Laden. Kann man nicht jetzt einfach einmal außen rum gehen. Ja, gut. Mitarbeiterraum hätten wir auch kleiner machen können. Aber jetzt ist das so. Gestalten wir erstmal den Mitarbeiterraum, das ist das Wichtigste. Und die Mitarbeiter sind uns heilig. Als ich gesehen habe, man kann zwischendurch, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt was bestellen, meinetwegen eine Hose, ja, und dann kann man jetzt einfach drauf gehen, der liefert gerade zu uns, weil wir haben noch nichts, aber er würde jetzt zu uns liefern, können wir eben was hinstellen, dass er was abliefern könnte, theoretisch. So, dann kann er auf jeden Fall was abliefern. Ich habe musste ja was bestellen beim Erstbestellung. Genau, aber theoretisch könnt man jetzt zwischendurch bestellen. Das war eine Weile nicht möglich. Also war nicht vorgesehen. Aber jetzt kann man das. Geht man einfach hier auf Bestellen. Guck mal da. Lieferung anfordern. Da steht die Liefergebühr. Also, du musst erst durch.
die Morgenslieferung ist kostenlos. Wenn du es durchbestellst, musst du Geld dafür bezahlen. Ist aber völlig in Ordnung, wenn du extra Geld bezahlen musst dafür. Aber dafür kannst du jetzt zerstört bestellen. Immerhin, ne? So. Dann wollen wir hier irgendwas gestalten, technisch machen. Können wir jederzeit immer ändern. Ich gestalte es jetzt so, wie ich meine. Und ich schreibe in die Kommentare, ob ihr was anderes sehen wollt, ne? Mitarbeiter. Machen wir mal ein schönes Grau. Machen wir erstmal die Wände. Machen wir Holzwände. Soll es ja auch kein Blickfang sein. Ist ja einfach nur ein Büro. So, der Boden. Machen wir. Den Boden möchte ich in den Laden machen. Machen wir den hin. Sieht ja auch schäbig aus, oder? Das ist eher Lager. Machen wir den hin. Guck mal, das passt für das Büro. So, dann brauchen wir einmal Mitarbeiterschreibtisch. Davon setzen wir gleich zwei hin. Dann Kaffeemaschine, für die Mitarbeiter sich schon erholen können. Setzen wir ein paar mehr hin. Keine Ahnung, ob das hilft, produktiver wird. Aber wir haben was für die Mitarbeiter getan. So, dann brauchen wir noch ein paar Tische. Reicht ja auch erstmal. So, Büro eingerichtet. Mitarbeiter sind versorgt. Gucken wir mal ins Lager. Würde ich sagen, machen wir hier die Anlieferung. Jetzt kommt er gar nicht. Egal. Machen wir hier die Anlieferung. Soll dann die Vereinheiten erstmal reichen und dann machen wir ganz viele Regale hin. Ob wir die endgültig brauchen oder nicht, gucken wir mal. Ah, wir haben sie schon mal. Kommt man hier lang? Oh ja. Man backt so an der Wand vorbei. Aber egal. Solange es funktioniert, wird da nur lang kommen. Zwischen die Lager wäre eh keiner. Kauf den Scheiß. So reicht auch erstmal ein Lagerraum. Lager brauchen nicht gestaltet werden, das ist. So, für den Boden habe ich ja schon gesagt, was ich mir hier vorstelle. Den hier. Den stelle ich mir vom Boden vor. Kann man, glaube ich, auch so ein bisschen, genau, in anderen Ton. So ein bisschen geht das in anderen Ton. Aber jetzt auch nicht so großartig. Muss man halt.
ganzen Laden so ein bisschen. Vorteil ist, wenn du jetzt hier baust und ein paar Tage einfach blockierst, dass die La Leute gleich reinkommen. Jetzt am Anfang müsstest du theoretisch ja die Leute erstmal anwerben auf der Straße, dass du eigentlich keinen Umsatz hast. Wenn du den Laden ein paar Tage schließt und ein bisschen renovierst, also keine großen Kosten hast außer die Miete, dann kommen die Leute von selber rein. Ist ein bisschen tricky, aber funktioniert. Habe ich festgestellt, ich habe es ja schon alles ausprobiert, sonst würde ich euch ja nicht zeigen. Das ist ja. So, dann sind wir auch gleich am Ende. Einmal rumgelaufen. So. Für die Wände ist halt die Frage. Blau wäre da vielleicht. In die Richtung Blau, in die Richtung Blau, irgendwas in Blau. Man kann das Blau ja hier sehen. In irgendeine Richtung Blau. Ein bisschen zu blau. Das vielleicht. Geben wir gleich einen Blaustich, wenn man hier reinkommt. So. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Kassen. Das ist das Wichtigste, dass wir die Geld verdienen. Kasse. Und dann nehmen wir gleich hier die großen. Dann müssen wir nicht dauernd umrüsten. Das Problem ist halt im Spiel, dass die Leute halt immer durchlaufen. Das ist halt so. Vielleicht fixen die das irgendwann, dass man sagen kann. Durch manche dürfen die laufen, durch manche nicht, dass man das irgendwie auswählen kann. Das wäre natürlich cool. Dann wird das nicht so stören. Im Moment geht das halt noch nicht. Also versuchen wir die so nah wie möglich dran zu setzen. So, haben wir drei Kassen. Dann kommt als nächstes die Obstabteilung. Lebensmittel, Lebensmittel, Frucht. Und dann denke ich mal, es gibt 23 Fruchtsorten. Die gibt es. Wir nehmen die. Es gibt 23 Fruchtsorten und die muss man natürlich irgendwie einbauen. Muss man sich überlegen, wie man das macht. Man sagt, okay, man muss immer ein bisschen mitzählen. Weil zu viel wäre schade, wenn man zu viel baut und zu wenig blöd. Deswegen muss man immer so ein bisschen, immer noch kleinen Durchgang. Das sind 2, 4, 5. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12, 13, 14, 15 und die 16, ist das gleich auf, mal eben hinstellen, ja,
16. Und dann machen wir in der Mitte noch einen Gang. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. So, dann haben wir nämlich noch Platz, falls es einmal Fixes gibt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall noch Platz haben. Es gibt die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das hat 12 passen im jeden. Dann bestellen wir auf jeden Fall 20 mal hier von jeder Obstsorte. Lebensmittel, Essen, Frucht. Einmal die rein, die... Ach ja. Das Leben ist schön. Können die auch schneller machen. Können zum Beispiel mal für die Waren ein und dann kann man hier für alle zusammen eine Menge angeben. Also Feinschliffe. Gibt es neue Fruchtsorte? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es sind immer noch 23. Der Bruch nicht mehr eingefügt. So. Sind glaube ich immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sind wir noch. Genau. So wie ich gezählt habe, dann hatten wir gesagt 20 von jeder Sorte. Haben wir nämlich ein paar auf Lager und den Rest einsortiert. 20. Vorteil ist, wenn wir einmal die Menge bestellt haben, dann brauchen wir immer nur... brauchen wir insgesamt immer nur auf die Insgesamtmenge gehen, ne? Also auf den Verkauf, Tagesverkauf und dann bestellen, dann brauchen wir nicht großartig gucken, was brauchen wir, wenn wir gucken, was wir verkauft haben und das bestellen wir nach. Deswegen muss man gucken, dass manche Sorten auch zwischendurch mal leer werden, ne? Ich weiß nicht, ob hier im Spiel was ablaufen könnte, theoretisch, das weiß ich nicht. Ob das möglich ist, müssen wir mal ausprobieren, mal eine Sorte irgendwo ins Lager stellen oder ewig stehen lassen, aber ich glaube, das funktioniert im Spiel nicht. Das ist nicht möglich. Das ist nicht umgesetzt. So und so. So, kaufen. Und dann lassen wir mal einen Lieferanten kommen. Ja. Lassen wir ihn mal kommen. Sollen wir unseren Laden vollfüllen? Kann ich mal eben was? Muss ein neuer Mann kommen? Da kommt er. Der gute Mann. Spulen wir eben vor, dankeschön. Ja, wie man sieht, ich habe einen Computer dazu bestellt und zwei Hosen, die habe ich am Anfang bestellt, wo man halt die Pflichtaufgaben erfüllen muss. Genau. Aber das sollte ja alles locker ins Lager passen, da haben wir genug Platz. Haben wir gut vorgesorgt. So, lassen wir den mal eben alles auspacken. No, ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal Hauptsache Lebensmittel, dass wir da alles haben. Und so Elektrik und Kleidung, die machen wir Stück für Stück, bauen wir sie mit ein. Weil wir das auch geldtechnisch immer ein bisschen gucken müssen. Weil wir haben jetzt noch 240.000. Und die sind auch schnell verbrannt. So, jetzt machen wir ein bisschen hin, ich will heute noch was machen hier. Ich habe jetzt nur auf schnellste, ne? Mehr geht nicht. So, und ist auch gleich fertig.
Ach nee, wir sind erst bei 240. Toll. Ich habe mein Mikrofon noch so mitten im Bild. Außerdem sieht man gar nicht, dass mein schwarzen T-Shirt. Braucht man ja auch nicht, ne? Weiß gar nicht, ob er die Sounddatei überhaupt jetzt mitspielt. Keine Ahnung. Ich höre ja kein Audio hier mit. Sehe ja nur, was hier läuft. Genau. Ein Dauerzuschauer. Moin, moin. Wenn ihr irgendwas nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Kann man alles drüber reden. So, jetzt aber gleich fertig hier. Ui, er ist fertig. So, dann packt den Scheiß auch nochmal aus. Brocken Kürbis, Tomaten und Brokkoli. So, alles da. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen, gleich am Anfang. Ach, die können wir vielleicht nochmal umsetzen. Aber wir haben ja hier noch Platz, da können wir es hin tun. Manchmal. So. Und wird nämlich ja vernünftig rein. Dann kommen hier die ersten Produkte rein. Ah, jetzt habe ich zwei verschiedene genommen, ne? Das ist natürlich profimäßig. Soll natürlich einmal dasselbe Produkt sein. So. Als ich ausprobiert habe, ich auch den Fehler gemacht. Ich habe alles Mögliche zuerst bestellt. Und dann war das Lager voll. Lager zu klein. Und ich habe viel zu viel von allem bestellt. Also musste ich den Laden erstmal öffnen. Ist ja auch nicht schlimm. Den Laden erstmal öffnen muss. Nur das Problem ist, bis du. Da braucht erstmal 3-4 Tage, bis das überhaupt so weit ist. Das ist eine neue Textur für die Bananen. Kann das sein? Ich habe die anders in Erinnerung. Es wird ja dauernd geupdatet, das Spiel. Ich glaube, heute gab es auch wieder ein Update. So ein kleines. Gibt es mal wieder neue Designs für die Produkte und so weiter. Der Blumenkohl. So, jetzt könnte man überall noch Schilder hinmachen, aber das brauchen wir auch nicht dringend unbedingt. Finde ich. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, dann schreibt es rein in die Kommentare, aber ich finde, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Man sieht auch so, wo was ist. Schilder können auch ganz schön irritieren, wenn du überall Schilder hast. Finde ich. So, haben wir noch Gürkchen. Soll das Birnen sein? Man weiß es nicht. So, Salat. Das ist ja Kopfsalat. Eisbergsalat, das müsste Kopfsalat sein. Nicht schlagen dafür, dass es falsch ist, was ich sage. Kann immer sein. Bin jetzt kein Gärtner.
Ich habe das zweimal zwischendurch gemacht, aber zu 100% sagen, dass das das ist, kann ich jetzt nicht. Das müssen Zwiebeln sein. So. Ne, dann sind das Kartoffeln. Dann sind das Kartoffeln. Und das Zwiebeln. Oder? Was sind das geschälte Zwiebeln? Man weiß es nicht. Aber das sind doch Zwiebeln, oder? Sahen wie Zwiebeln aus. Also was ganz anderes. Können Pfirsiche sein. Das sind Birnen. Die Ananas. Man kann übrigens auch, früher hast du ja hier auch einen Timer, da ist der Tag abgelaufen und dann konntest du hier weitermachen. Beziehungsweise musstest du noch einen Tag schließen dafür. Jetzt läuft es einfach nicht weiter. Das heißt, du kannst so lange hier arbeiten, wie du willst, ohne Kundschaft. Auch geil, das müsste Granatapfel gewesen sein. Auch ganz praktisch. Weil manchmal brauchst du halt einfach länger. Das sind Kartoffeln. Das müssen Kartoffeln sein. So, dann haben wir noch den Kürbis. Genau, noch zwei frei. Das passt dann genau. Tomaten. So. Und dann kommt noch der Brokkoli hier. Dann sind wir mit der Obst- und Gemüseabteilung fertig. So. Was kommt im Laden nach der Obst- und Gemüseabteilung? Meistens so Süßwaren und Snacks und so, ne? Also ist auch in jedem Supermarkt anders, ne? In manchen kommt dann die Kühlabteilung, also Wurst, Gemüse, Fleisch. In manchen kommt nach der Gemüse kommen dann Süßigkeiten. Also was eigentlich überall ist, ist Gemüse vorne. Eigentlich hast du immer Gemüse vorne. Und danach ist es sehr variabel, was dann kommt. Ganz unterschiedlich. Wer hat die Frage? Was machen wir dahin? Schreib's mal in die Kommentare. Was machen wir jetzt? Süßigkeiten, also beziehungsweise Müsli und sowas, halt Trockenwaren oder Fleisch, Wurst, Käse oder was es halt dazu noch gibt. Oder was wollen wir hier noch hinmachen? Also als nächstes. Also an dem Schluss hatte ich gedacht, dass wir da. Cool, wir können hier. Das werden die Kunden wahrscheinlich auch missbrauchen. Egal. Hier hat die halt gedacht, dass wir also spätestens ab hier mit Elektrik, also hier eine Elektrikabteilung machen und hier hinten die Klamotten, dass die Leute sich das noch mitnehmen. Genau. Ich würde sagen, hier machen wir ein Regal hin. Hier machen wir ein Regal hin. Weil sonst laufen uns die Leute da immer durch. Und das ist nervig. Auf Dauer. Und hier so ein Schuhregal. Ne, da laufen wir uns auch durch. Nehmen wir mal Lebensmittel, nehmen wir so eins. Da laufen die uns dann nicht mal lang. Stellen wir einfach hier mitten in den Weg für die. Da laufen die uns hier nicht mal lang. Und das machen wir da hinten auch.
Dann stören die uns da nicht in der Ecke. Kann nämlich ganz schön nervig werden. Beziehungsweise, hier können wir was anderes. Ich habe hier eine andere Idee. Ich möchte das nicht mehr. Machen wir das denn? Dann entscheue ich das jetzt. Wenn es mir keiner in die Kommentare schreibt. Entscheide ich das jetzt, dann machen wir jetzt hier Trockenwaren hin. Schöne Ecke Trockenwaren. Schöne große Gänge für mit einem Einkaufswagen, der durchpasst. Trockenwaren gibt es eine Menge. Brauchen wir auch ordentlich Regale für. Huch, da sehe ich von weit weg, dass das nicht richtig saß. So, muss schon ein bisschen übereinander stehen, ne? Lebensmittel, Lebensmittel. So, jetzt werde ich gleich einmal abmoderieren, die Aufnahme. Und dann starten wir die nächste Aufnahme. Aber Livestream geht natürlich weiter. Muss natürlich auch noch ein bisschen freilassen für Updates. Die schauen ja dauernd Updates raus. Und dass man da noch Kapazitäten dann hat. Und den ganzen Laden nicht umbauen muss dafür dann. Ja, Handy. Fährt wieder eine Bahn nicht oder so? Möglich wär's. So. Was wollte? Ja, die Bahn hat getweetet, dass es zu erhöhten Verkehrsaufkommen kommt und dadurch die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Das tweeten ja. Anscheinend die anstatt die einfach mal vernünftig schreiben, ne? Ne, wir tweeten. Ja gut. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie wir weiterbauen sollen nach dem Livestream. Also das heißt, das dauert 3-4 Folgen. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.